Ich habe ein Haus gezeichnet. Mit einem kleinen Garten und Blümchen. Und habe oben dran angeschrieben, mein neues Zuhause. Meine Version ist ganz viel einfacher. Wohnungssuche in Zürich. Wohne in Bern. Ich wollte auf Zürich wohnen. Hey, es ist eine Wohnung frei mit Dachterrasse. Ah, okay, wie viel kostet sie? Genau gleich viel wie in Bern. Okay, ich bin in Zürich. My husband and I sit down every year to decide if we stay here or we go somewhere else. We have had this conversation a couple of times and there was always a timeline thinking, well, maybe we stay, maybe we don't stay. We have decided this year this is home. So this is our anchor. This is what we call our place. Allein sagen zu können, oder? Wenn Sie mich jetzt nach dem Pass fragen und ich zücke da meinen Ausländerausweis, oder? Das ist immer so ein bisschen, fühle ich mich, finde ich, so ganz leicht diskriminierend, dass man das so direkt so draufschreibt, der Ausländerausweis, ne? Wir sind keine Schweizer, wir sind keine Freiburger, wir sind auch keine Zürcher, wir sind Weltbewohner. Und gehe ja nach wie vor eben immer noch gerne reisen, neue Länder entdecken. Und ich auch gefunden, hey, vielleicht fühle ich mein Herz auch voll irgendwo in einem Land und finde, oh, das ist jetzt und da will ich an und da ist mein Zuhause. Also ich glaube, das tust du auch selber definieren, wo du dich zuhause fühlst. Unsere Generation ist viel selbstbestimmter. Also das merkt man auch in der Therapie. Die Leute wollen wissen, wie hängt das zusammen? Die haben ganz viele Fragen, oder? Die wollen nicht einfach zu einem Therapeuten oder Arzt, der sagt, ist halt so, jetzt machen Sie das oder nehmen Sie das und dann das sagt der Arzt, das sagt der Therapeut, das mache ich jetzt so. Sondern die wollen alles genau wissen und dort die Verantwortung mittragen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne 12 Eier, bitte. Aha. Gross oder mittel? Mittel ist gut. Danke. It was hard in the moment. I must say that there were very dark places at the beginning. I used to come back home crying because my coworkers were all Swiss German and they would all hang out together. And I would come and bring a box of Gipfeli and nobody would touch them because they didn't know me. I don't understand these people. What's wrong with these people? Why cannot they just smile at me and integrate me and stuff like that? And they would push very hard to tell me how much I had to learn German and how important it was instead of taking me for who I was. Zürich ist so eine kleine Grossstadt, wie man so sagen kann, aber trotzdem mega heimelig. Du hast so ein bisschen den Hauch vom Stadtleben oder vom, ja, Grossstadt. Es kommen viele Kulturen zusammen auf einen Ort, aber es ist trotzdem so das Quartierleben und so ein bisschen das Heimelige. Man fühlt sich sehr wohl. Also ich weiß nicht, ich bin schon recht, also mehrmals und so, ich müsste jetzt eigentlich wirklich durchzählen, um wirklich genau, aber ich sage jetzt sicher 10 Mal, hätte ich schon gesagt. Immer in unterschiedlichen Abständen halt, gell? Ich meine, manchmal bist du 3 Jahre dort, 2 Jahre dort, 1 Jahr da, lalala. Bin ja nur schon allein mit der WG, wo ich mit meiner besten Freundin zusammen hatte, sind wir ja auch 2 Mal in der Zeit umgezogen, innerhalb von 4 Jahren. Es bin mitwählen zu dürfen eben, also dann auch wirklich aktiv deine Meinung kundtun zu können, indem du wählst, mit Leuten darüber redest und wurde oft schon gefragt, hey, willst du unterschreiben, wir sammeln Stimmen und dann, ich bin kein Schweizer, ah okay, dann darfst du nicht. Ne? Respekt ist, glaube ich, eines der wichtigsten Worte. Respekt zu dem anderen, Respekt zu dir selber. Respekt für was du tust, was du dahinter lässt. Respekt, was in Zukunft wird kommen können. Wer in Zukunft von dem will profitieren, wo wir haben profitiert. Ich glaube, das ist so eine Wertvorstellung. Ich habe noch nie so oft so viele Gedanken gehabt,
So wegen Umwelt, Fleischkonsum, überhaupt tierliche Produktekonsum. Wie hier zum Beispiel in dieser Stadt, weil es eben so viele verschiedene Leute hat, hast du auch so viele verschiedene Diskussionen, Themen, die du reinhängen oder zuhören kannst. Und es tut sich viel mehr vermischen. Man hat viele Studenten in Zürich, Leute von überall auf der Welt, die hier kommen, vom Ausland arbeiten oder studieren. Einheimische, also Zürcher, man hat zugezogene. Es vermischen sich auch Kulturen, Interessen und einfach auch Wertvorstellungen. Und das finde ich irgendwie spannender. Es ist vielseitiger. Es macht es auch viel interessanter. Vielleicht würde es auch die Welt gut tun, wenn alles nur noch ein Einheitsbrei wird irgendwann und es einfach gar keine Rolle mehr spielt, wer woher oder was. Und sich wirklich das nur noch auf das beschränkt, dass wir einfach alle Mensch sind. Und das langt ja. I think we are late bloomers. It's taking us longer to get to places that our parents were already at my age. At my age, my parents already had 3 kids. They had a house and a car and everything else. I think we are in a generation that wants more and wants different. In der Zeit der Globalisation und im Internet haben wir so viele Informationen, was einfach uns zeigt, hey, wir haben eine riesen Auswahlmöglichkeit. Was es, glaube ich, aber auch schwierig macht, aus all diesen Möglichkeiten auszuwählen, wer will ich denn sein? Will ich Punk sein? Will ich mehr angepasst rumrennen? In welchen Weg möchte ich gehen? Mich hat das recht lang beschäftigt. Was mache ich mit meinem Leben? Oder was ist der Sinn von dem, was ich mache? Und ich mich auch mega oft an meine eigenen Grenzen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, hey, ja, ich arbeite in diesem Medienwerbezirkus. Und manchmal ist es wirklich ein Zirkus. Und hat das einen Sinn? Oder was tue ich da? Ist es nachhaltig? Und ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche. Ich habe mir überlegt, was kann ich machen? Ich kann eigentlich nur bei mir anfangen. We're a generation of like what we want. We're asking ourselves who I am and what do I want. What was expected from us and what we want. So we're very driven by this sense of community, of you know, spreading the love, of giving a helping hand. We do that a lot. It comes easy. So, und bin 30 bis 40 auf und dann nachher langsam, ja, ist es vorstellbarer. Du hast schon viel erlebt, hast deine Erfahrungen können sammeln, bist auch ruhiger. Du nimmst nicht alles so emotional, du kannst viel sachlicher anschauen, du kannst viel objektiver an etwas angehen. Und ich denke, dann ist auch ist das Kind grossziehen auch immer. Ich kann nur spekulieren, gell? Weil ich meine, ich bin ja noch nicht Mami. Darum finde ich, schaffe ich in meinem Milieu so gerne. Weil es gibt wenig Ortschaften oder Momente, wo man mit Unbekannten so schnell in Kontakt kommt als im Nachtleben. Und jetzt kann jeder sagen, ja, es hat Drogen und Alkohol im Spiel. Vielleicht. Aber das ist nicht, nicht weil du Drogen oder Alkohol konsumiert hast, redest du einfacher mit den Leuten. Nein. Du tust deine Hemmungen auf die Seite. Keine Ahnung. Ja, das it's a basic human need, and I discovered the more I work on myself, I realize that sense of belonging is very important for me. Ich glaube, jeder Mensch wird doch grundsätzlich lieben und geliebt werden. Und jeder Mensch wird eine Familie, also wie soll ich sagen, Glück, Glückseligkeit, gute Freunde, eine Familie, so einen Zusammenhalt haben. Home is it's a concept that you can carry with you, but you need that structure of love and kindness and people that see you well. That sense of belonging is very important. We take it for granted a lot. Der Vibe, den wir hier in Zürich hat, es hat Platz für jeden, für alles und Möglichkeiten für alles und für jeden. Du kannst sein, wie du möchtest sein. Du kannst anonym sein. Du kannst aber gleich einen Freundeskreis haben. Du kannst so viel. Also die Stadt bietet. Es gibt nichts, was die Stadt nicht anbietet. Ich finde, in jeder Hinsicht kannst du hier alles machen. Alles. Du musst dich dafür interessieren, dann findest du es.